Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Lana, und heute melde ich mich mal vor meinem Sofa und mit meiner Wärmflasche bei euch, weil es ist nämlich schon ein bisschen kühler geworden. Schreibt mir jetzt nicht in die Kommentare, Mensch Lana, zieh dir doch mehr an. Ich weiß, ihr habt recht, aber mich friert es immer so um die Füße, deswegen hilft es immer ein bisschen. So, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist das nächste Thema. Und das nächste Thema ist, warum die vegane Rohkost super healthy Ernährung dich nicht immer gesund machen wird. Ja, meine Lieben. Und das möchte ich heute unbedingt mit euch teilen. Und meine 5 Punkte, die zu der Ernährung super, super wichtig sind. Ja, Leute, was meine ich damit? Es ist natürlich schon so, dass die Ernährung einen großen, großen Beitrag dazu hat, wie wir uns fühlen, dass wir gesund sind, dass unsere Organe, dass alles richtig funktioniert, dass wir eine super Verdauung haben, dass unser Darm nicht verklebt, verschleimt ist, dass wir nicht irgendwelche Krankheiten bekommen wie Herzinfarkte und sonstiges. Aber es wird dich nicht zu 100% heilen, wenn, Punkt 1, die Psyche nicht mit dir ist. Was meine ich damit? Du bist vielleicht gerade in einer Beziehung, wo dich der Partner stört, ärgert, ständige Unzufriedenheit. Du bist vielleicht in einem Job, der dir nicht gefällt, wo du dir mehr erwartet hast, als du jetzt gerade bekommst, wo du vielleicht auch nicht die Dinge tust, die dir Spaß machen, wo du vielleicht gemobbt wirst. Und all das belastet unsere Psyche, und da kannst du so viel Weintrauben und Brokkolisprossen essen, wie du willst. Wenn die Psyche, Leute, nicht gesund ist, dann würde ich die gesunde Ernährung da auch nicht rausholen. Klar heißt es nicht, dass du dich dann komplett gehen lassen kannst und quasi zu dir sagst, ach, jetzt ist eh schon egal, ich bin in der Depression, jetzt fresse ich mich auch noch zu Tode. Klar ist es gut, dass man nicht überall Baustellen hat, also mit dem Beruf, mit dem Partner und auch noch mit der Ernährung, alles läuft schlecht und ich nehme zu und bin grundsätzlich unzufrieden. Klar ist es toll, wenn man mal einen Bereich hat, der wenigstens stabil ist. Aber was ich in diesem Video einfach sagen möchte, ist, wie wichtig auch andere Punkte für unsere Gesundheit sind und dass du versuchst, alle zu beachten. Alle nicht zu 100% und nicht immer, aber einfach im Laufe der Zeit, dass du weißt, diese Punkte sind eben auch super, super wichtig für unsere Gesundheit. Punkt Nummer 2 ist Schlaf, meine Lieben. Es ist so wichtig, dass wir regelmäßig und gut schlafen, dass wir auch die Tiefschlafphasen haben. Ja, das muss wirklich täglich dabei sein, dass du nicht ständig aufwachst und irgendwelche Schlafstörungen hast. Du musst mindestens 6 bis 8 Stunden am Tag wirklich gut schlafen. Schlaf ist so wichtig, dass unser Körper sich regeneriert, dass alle Zellen sich reinigen, erneuern und so weiter, dass wir wieder fit und aktiv sind für den nächsten Tag. Es ist sogar festgestellt worden, dass jemand, der schlecht schläft, am nächsten Tag eher zu Selbstzweifeln neigt, eher unzufrieden ist, eher gereizt ist. Ja, also es ist nicht immer nur, sind nicht immer nur andere Sachen. Wenn du mal gereizt bist und wenn du mal diese Punkte feststellst, frag dich doch einfach mal, wie du geschlafen hast. Ja, und auch wenn du dich super gut ernährst, klar kannst du den Schlaf verbessern, aber wenn du dann nicht schlafen kannst, weil dich bestimmte Probleme belasten, dann würde ich die gesunde Ernährung auch nicht heilen. Dann musst du an deinem Schlaf arbeiten. Punkt Nummer 3, meine Lieben, ist der Stress. Wir in unserer zeitbasierten Welt, wo alles nur nach Druck und nach Zeitplänen läuft, sind ja teilweise dauergestresst. Ja, da und da muss ich zur Arbeit, da und da ist Mittagspause, bis dahin ist der Fertigstelltermin, da ist die Hochzeitsfeier, bis dahin will ich abgenommen haben, das und das hat der jetzt zu mir gesagt, darüber denke ich nach. All diese Dinge sind Stress für uns, und da gibt es natürlich auch immer positiven und negativen Stress. Ja, also positiver Stress ist zum Beispiel, wenn du gerade an einem Projekt arbeitest und du bist total euphorisch und freust dich, oder wenn du eine Hochzeit, deine Hochzeit vorbereitest und freust dich darauf. Klar ist das positiver Stress. Aber auf der anderen Seite gibt es auch den negativen Stress. Der Stress, der immer da ist und der nicht weggeht und den du nicht magst. Ja, irgendein Stress, dass du mit Menschen dich umgibst, die dich stressen, die dir schlechte Sachen einreden, an die du ständig denkst. Weg damit, ja, wenn es geht. Wenn es geht, Leute, weg damit, ja, auf lange Sicht gesehen. Klar, nicht von heute auf morgen, aber das ist auch ein Punkt. Das geht auch wieder alles auf die Psyche, auf den Kopf. Und da wird dich ein Apfel auch nicht heilen, wenn du ständig dauergestresst bist. Dann viertens, meine Lieben, der Punkt, auf den du auf jeden Fall auch achten solltest, ist Sport.
Und ich kriege immer wieder zu hören, Mensch, Lana, wie nehme ich denn ab ohne Sport? Und wie mache ich denn das ohne Sport? Und wie kriege ich denn das hin ohne Sport? Und ich muss euch ehrlich sagen, warum ohne Sport? Warum? Leute, der Körper, unser Körper ist dafür gemacht, sich zu bewegen. Und da geht es nicht um Kalorien und da geht es nicht um Muskelaufbau und um irgendein Tracken, sondern es geht einfach darum, im Alltag und später auch im Alter nicht mit dem Rollwägelchen rumzulaufen, sondern gesund, fit und stabil zu sein und nicht labil. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Man sagt ja nicht umsonst, wer rastet, der rostet. Also fangt nicht an zu rasten. Umso mehr du rastest, umso mehr rostest du und umso schwieriger wird es auch wieder anzufangen. Aber wenn du immer einen aktiven Lebensstil hast, und das heißt nicht, dass du fünfmal die Woche ins Fitnessstudio rennen musst, aber versuch doch einfach mal spazieren zu gehen. Versuch doch einfach mal häufiger die Treppe zu nehmen und nicht den Aufzug. Versuch doch mal mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren. Versuch einfach Bewegung in deinen Alltag zu integrieren. Früher gab es keine Autos und gab es keine Aufzüge und das alles nicht. Und das ist unser Körper, dafür ist unser Körper gemacht und das ist er gewohnt und das sollten wir ihm auch geben. Ja, klar ist man an manchen Tagen vielleicht müde und macht es nicht, aber die Regel sollte ein aktiver Lebensstil sein. Und wenn du das nicht kannst, weil du viel vorm Rechner sitzt, geht mir genauso. Ja, da bin ich nicht anders. Aber dann versuche ich erst recht ein bisschen spazieren zu gehen oder mich irgendwo bei einem Kurs anzumelden oder mir zu Hause Musik anzumachen und ein bisschen zu tanzen, ja. Oder wenn ich schon aufräumen muss, dass ich ein bisschen Spaß dabei habe und Musik anmache und ein paar Moves dabei mache beim Aufräumen. Wisst ihr, wie ich meine? Bewegung ist super, super wichtig für uns, meine Lieben. Und Punkt Nummer 5 ist auch etwas für den Kopf. Und zwar such dir eine Sache oder mehrere Sachen, die deine Kreativität aufblühen lässt. Kreativität, Leute, und etwas Sinnvolles zu tun, etwas, was unsere Gehirnleistung erfordert, ist so wichtig für uns. Das ist so ungemein wichtig, dass wir uns nicht sinnlos fühlen und dass wir nicht irgendeine Arbeit machen und einfach nur hin und her tipseln. Und wenn du da gerade drin bist in dieser Arbeit, dann such dir zusätzlich irgendwas Kreatives, wo du eben das ausleben kannst, deine Kreativität. Jeder von uns hat irgendeine Passion und irgendwas, was er sehr gut kann. Und das auszuleben ist für unsere Psyche, ist wie ein Ruhepol und Meditation, ist wie ein, wie Erholung und Urlaub. Und diesen Urlaub sollten wir unserem Kopf immer wieder geben. Und das ist für den einen vielleicht mal irgendwie zu malen. Ja, und es ist für den anderen kreativ zu sein, weil er gerne fotografiert. Und für den nächsten ist es kreativ zu sein in irgend so einem Projekt und etwas sich auszudenken, was der Menschheit vielleicht weiterhilft, ja. Und der andere ist kreativ beim Kochen und lässt sich neue Ideen irgendwie einfallen. Und ihr wisst, was ich meine. Irgendeinen Bereich, der dich kreativ sein lässt, wo dein Gehirn auch ein bisschen arbeiten muss. Das ist wirklich super, super wichtig für uns. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr habt mich mit diesem Video nicht falsch verstanden. Ich möchte nicht sagen, dass die gesunde Ernährung unwichtig ist. Ihr kennt mein Leben und ihr wisst, welche Priorität für mich die gesunde Ernährung hat. Die ist ganz weit oben. Aber das heißt nicht, dass ich alles andere vernachlässige. Ja, das heißt nicht, dass nicht die Psyche mitgehen muss, der Schlaf, der Sport, die Kreativität und Stressvermeidung. Ja, das ist immer ein Ganzes. Es ist immer ein Ganzes. Und wenn du in irgendeinem Bereich merkst, oh, da ist noch eine kleine Baustelle, dann lass doch die Baustelle nicht 100 Jahre stehen und lass da auch noch reinregnen, sondern räum sie mal auf und schau, dass du das Haus fertig gebaut bekommst. Ja, dass du ein stabiles Fundament hast, jetzt bildlich gesprochen, so dass du auf festen Beinen stehst und dass dir dann gar keiner mehr was kann. Ja, ihr wisst, was ich meine, Leute. Das war jetzt ein bisschen Spaß zum Schluss. In diesem Sinne, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ja, wie ihr das handhabt, ob ihr die Pros schon seid und in allen Bereichen schon super, super stabil seid oder ob ihr vielleicht auch die ein oder andere Sache habt, wo ihr noch dran arbeiten müsst. Und Leute, ich sage euch ganz ehrlich, das muss jeder. Es ist keiner von uns perfekt und manchmal ist es auch so, dass es in einem Bereich gerade besser läuft und im anderen dafür nicht. Das ist ganz normal, aber das heißt nicht, dass wir langfristig nicht das Ziel anstreben, in jedem Bereich ein bisschen besser zu werden. Ja, und das ist das, was ich auf jeden Fall auch versuche. Ich bin nämlich auch nicht perfekt. Ich verlinke euch gerne das Video, was ich dazu gemacht habe.
Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Video konnte euch helfen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße. Macht's gut. Ciao. Eure Lana.